Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Wochenrecap. Ja, diesmal energiegeladen. Ich bin halbwegs ausgeschlafen. Ja. War eine lange Spielenacht gestern mit meiner Frau. Wir haben nur Race for the Galaxy gezockt, was richtig toll war. Ja, und es freut mich, wenn ihr auch wieder dabei seid, beim beliebten Format, in dem ich über alles spreche, was in der Woche passiert ist, was alles geschehen ist rund um Brettspiele und auch privater Natur und was meinen Kanal betrifft natürlich. Ja, diesmal haben wir wieder einiges zu bereden. Ja, ich denke mir, jedes Mal, wenn ich ein neues Wochenrecap gedreht habe, kann ich beim nächsten Wochenrecap wieder so viel erzählen, aber irgendwie passiert immer etwas. Ja, also so cool, dass mir da nie die Themen ausgehen irgendwie. Diesmal, ja, gibt es wieder ein paar Sachen in eigener Sache zu bereden, am Anfang jetzt gleich. Dann natürlich die gespielten Spiele. Also es ist nichts gescriptet, ja, ich habe mir hier nur Notizen gemacht, nur dazu, damit ich ja nichts vergesse. Dann, was ist neu gekommen und was interessiert mich beim Crowdfunding aktuell? Ja, dann zum allgemeinen Teil erstmal am Anfang. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, das ist auch ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Ich habe ja dieses It's a Wonderful Kingdom, habe ich ausgezeichnet mit Silber, aber der Soundeffekt hat gefehlt. Ja, und das hat einen guten Grund, ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, aber die Geschichte dazu war, ich bin so am Schnitt gesessen und habe schon alles eingefügt, ja, die Explosion, den Effekt dafür, und meine Frau hat das gesehen und hat das gemeint, oh, sie glaubt, das ist keine gute Idee. Und ich auch noch, ja, ich meine, ich war wahrscheinlich auch wieder ziemlich müde, aber ich habe dann gesagt, warum? Ach ja, oh. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin normalerweise nicht so extrem, was das Ganze betrifft. Und also ich bin, ja, mein Typ ist eher so, dass ich das Ganze nicht oft so aufkoche. Ja, und ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe mir dann gedacht, ja, sie hat recht, also das wirkt dann schon irgendwie pitilos. Und ich habe jetzt eben die Effekte rausgelöscht. Das heißt, die Bombe kommt logischerweise nicht, ja, und der Rauch und das Feuer auch nicht, weil das zur aktuellen Situation überhaupt nicht passt. Und damit hat sie absolut recht. Und denke, solange da nicht Frieden herrscht, ja, werde ich das auch nicht machen. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, der Effekt alleine genügt natürlich schon. Also das Bild, die Auszeichnung dafür. Also ja, falls ihr euch wundert, dass der Soundeffekt fehlt, das ist Absicht. Ja, so viel erstmal dazu in eigener Sache. Dann gab es auch wieder was Erfreuliches, und zwar, ich hatte vor ein paar Wochen schon eine Kooperation mit einem Verlag zugesagt. Ihr wisst ja, wir YouTuber sind ja auch froh, wenn wir unterstützt werden. Dafür muss man aber natürlich auch etwas geben, also ein bisschen Werbung dazu. Das wird aber dann in der Neuheiten-Sektion auftauchen. Also keine Angst, es gibt keine Werbeeinblendung, aber ich muss euch natürlich ein tolles Produkt vorstellen, das ich natürlich gesponsert bekomme, das dann noch. Ja, im Neuheitenteil. Zum Unterstützen generell ist ja so, dass man oft sehr viele Anfragen bekommt, aber mein Credo ist ja immer, ich nehme nur das an, was mir selber auch gefällt. Ja, also ich bin nicht der Typ, der jetzt alles haben muss und alles zusagt. Habe auch noch keine größeren Anfragen gehabt. Ja, also zum Brettspieltisch zum Beispiel seht ihr ja bei mir noch gar nicht, im Gegensatz zu anderen YouTubern. Aber ich finde das echt voll cool, dass es da wirklich auch Leute gibt, die dir dann Produkte anbieten, wo du dann selber sagst, okay, das macht Sinn und das ist toll. Ich habe gerade letztens wieder einen Prototypen zurückgeschickt, das habe ich auch schon mal gesagt, weil ein Prototyp ist ja nichts anderes auch als auch eine Kooperation, die zwischen dem Autor und dir herrscht. Und der hat mir überhaupt nicht gefallen und habe ich dann natürlich auf Eigenkosten zurückgesendet, und dann werdet ihr da von mir auch nichts hören und sehen, logischerweise davon. Ja, also ich bin da ziemlich fair, was das anbelangt. Und das war mal so ein Kooperationsangebot, das echt Sinn macht und das mich auch irgendwie ein bisschen meinen Sammeltrieb, auf meinen Sammeltrieb gezielt hat, warum ich das auch mache, weil das ja was Schönes ist, was ich eigentlich sammle. Aber dazu dann später mehr. Ich denke, wenn ihr das Thumbnail gesehen habt, dann werdet ihr schon wissen, worum es geht. So, wir kommen aktuell zu den gespielten Spielen, und da haben wir Wiederholungen von letzter Woche. Grund ist eigentlich dafür, ich hatte so viel Spaß mit den Spielen, dass die sehr oft auf den Tisch kamen. Ja, tut mir leid, dass es da nicht so viele extreme Neuheiten gibt, aber es ist nun mal so, ja. Das zeugt dafür, dass die Spiele gut sind, dass sie mich beschäftigen und ja, dass ich meine Zeit genutzt habe, um Spaß damit zu haben.
Anfangen möchte ich noch ganz kurz eben die zwei Spiele noch anschneiden. Also Tapestry, ihr seht ja die Erweiterung. Ich habe keinen Bock jetzt gehabt, die große Box rauszufischen. Ja, wie immer sehr geil. Ich habe es diesmal einem Freund gezeigt, der es schon reserviert hat aufgrund meiner Meinung. Habe ihm das Spiel gezeigt, der liebt Eurogames und hat gesagt, boah, geil. Gott sei Dank habe ich es mir reserviert. Ich werde mir dieses Ding holen. Definitiv tolles Spiel. Und ich sage nur immer wieder, das, was mich lange vom Kauf abgehalten hat, das war im Prinzip auch diese, ja, diese Leisten, wo du dir dann denkst oder am ersten Blick das Gefühl hast, wie kann das Spiel hier Differenz generieren, dass es jedes Mal die Motivation, also dass du jedes Mal die Motivation hast, das wieder zu spielen. Und das schafft es einfach, ja. Aufgrund dieser Mangelressourcen, die du da hast, ja, musst du wirklich gut überlegen, in welche Leisten du investierst, welche Karte du runterlegst am Epochenwechsel. Und dazu noch ist es so, je weiter du an den Leisten vorankommst, desto heftiger werden die Belohnungen und desto mehr Kombomöglichkeiten hast du. Und so viele Fraktionen, wie man schon mit dieser Erweiterung und der Grundspiel und dem Grundspiel hat, ist es wirklich sehr geil. Auch wenn ich jetzt nach so vielen Spielen sagen muss, mir kommt schon so vor, als hätte die eine Fraktion oder manche Fraktionen viel, viel geilere Boni als die anderen. Ja, es gibt Fraktionen, die bekommen automatisch einen Bonus. Der andere kann sich zufällig den Bonus generieren. Aber das hat mich nicht vom Spielen abgeholt, ja, also abgehalten. Ich habe irgendwie gegen die Motivation gehabt, gegen solche Fraktionen auch zu gewinnen und kam mit den Punkten auch gut ran. Ja. Also es ist echt wichtig. Und was man hier macht, wie man das plant, sehr cooles Spiel. Tapestry definitiv ein toller Keeper. Ja, dann noch It's a Wonderful Kingdom. Habt ihr vielleicht auch im Live-Let's Play gesehen dazu. Mega cooles Zwei-Spieler-Spiel, wenn man die gnadenlose Deduktion mag, die man gegeneinander hat. Ja, dieses beinharte Karten, ich vergönne dir nicht, was du aussuchen kannst. I cut your choose, ja, legst etwas hin, der andere muss es aussuchen. Heftiges Ding, ja. Ich habe einmal gewonnen bisher und meine Frau ist da der Meister darin. Ich kann sie nicht mehr ausblöffen. Sie, glaube ich, wäre der perfekte Pokerspieler. Ich kann mich da oft nichts an den Zaum halten, muss da Gesichtsregungen zeigen, was definitiv ein Fehler sein kann in dem Spiel. Also wenn ihr sowas mögt, ein wundervolles Spiel, It's a Wonderful Kingdom, das passt ja auch das Wortspiel dazu. Ja, kann ich nur mega empfehlen, wenn die deutsche Version dann zum Vorbestellen geht. Ich meine, Spieleoffensive war es. Ah, ich glaube, Spieleoffensive dürfte es gewesen sein. Ja, dann definitiv eine Empfehlung für zwei Spieler von mir dafür. Richtig, richtig tolles, knallhartes Gegeneinanderspiel. Das kann auch beziehungsschädlich sein, vielleicht manchmal. Ihr seht es ja auch im Livestream, habe ich mich echt mal, habe ich mich total geärgert, manchmal über meine Frau. Aber das ist ja das Schwierige im Livestream. Ich gucke da meistens auf die Kommentare drauf. Ja, du kontrollierst die Technik, ob da irgendwie alles auch läuft. Da bist mit dem Spiel nur halb im Kopf. Also ich machte da sogar Minuspunkte. Wir haben zwar vergessen, jede Runde Karten auszulegen auf die linke und rechte Seite, aber es war trotzdem, ja, ein sehr lustiges Spiel. So, dann kommen wir zu einem Spiel, das wir als Absacker gespielt haben, und zwar Hidden Leaders. Habe ich damals eine Kickstarter-Preview gemacht, jetzt haben sie das Spiel ausgeliefert. Ihr seht hier eine richtige tolle Produktionsqualität der Karten, also materialtechnisch top, und ich finde es auch spielerisch extrem lustig. Jedoch ist es bei uns so, dass wir das dann eher als Absacker spielen. Und das ist mal so ein Spiel, du spielst Karten aus und versuchst auf der Leiste hier, ihr seht hier, gibt es in der Mitte so eine Leiste, es gibt drei Fraktionen, vier Fraktionen eigentlich, ja, und mit den Karten, die ihr ausspielt, könnt ihr diese Pöbel bewegen und die Karten haben noch Zusatzeffekte. Dann habt ihr verdeckte Karten, offene Karten ausliegen und am Ende, wenn eine Fraktion, ja, wenn jemand, ich glaube, 10 Karten waren es ausliegen hat, das kommt von der Spieleranzahl aus, ja, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, wird das Spiel beendet, dann deckt ihr alle Karten auf, die ihr habt, und derjenige mit, der zur Siegerfraktion gehört, ja, der gewinnt dann das Spiel, haben beide die gleiche Fraktion, dann der mit den meisten Helden von dieser Fraktion. Und das ist natürlich cool, ja, blau oder rot, grün oder rot gewinnt nur, wenn sie
zwei Schritte voneinander entfernt wären. Ja. Blau gewinnt bei einem Schritt Abstand oder gleich und Untot gewinnt, wenn sich beide Marker im toten Bereich befinden. Ja, also hier im Endeffekt. Und mit diesen Karten, die er ausspielt, steuert eben diese Mipel. Mega cool. Also mir gefällt das Spiel wirklich extrem gut. Wir haben es zu fünft gespielt, waren aber schon voll am Arsch, quasi als Absacker. Ich glaube um 2 Uhr in der Früh oder halb zwei. Das muss ich nochmal zu fünf spielen. Das Coole daran ist, es sind noch mehr Fraktionen bei den Spielern im Spiel. Das heißt, wenn du jetzt mit Blau ausmachst und denkst dir, du hast das Spiel gewonnen, heißt das noch lange nicht, dass du auch genug Helden hast. Da werden natürlich noch ein oder zwei andere Spieler blaue Fraktionen haben und dann auch um den Sieg mitkämpfen. Entweder hast du es vorher ausgespielt, oder wirst du es sehen, wenn sie die Karten aufdecken. Und das ist ein richtig tolles Spiel, hat jedem sehr gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, ich muss noch mal zu fünft spielen, das hatte ich damals nicht. Es passiert schon eine Menge auf dem. Ja, also es ist sehr schwer planbar, sowieso schon, weil du ja nicht weißt, was die anderen machen. Aber ich glaube, am liebsten habe ich es bis jetzt 2 bis 4 Spieler, ist für mich so das Sweet Spot. Bei 5 Spieler ist cool, dass mehr Fraktionen dabei sind. Aber gefühlt war es so, dass die Marker sich wirklich extrem oft auf dem Spielplan geändert haben. Es war dann doch ein cooles Finale, weil es dann so knapp war, dass die Pöpel schon vor den Untoten waren, also die Anzeigemarker, dass es dann doch vielleicht sein hätte können, dass die untote Fraktion gewinnt und darauf war ich nicht vorbereitet, weil ich war selber untot, untot und rot, ja. Und ja, also cooles Spiel, definitiv, werden wir noch öfter spielen. Wenn wir auch mal ein bisschen fitter sind und das Ganze noch ein bisschen ja, heftiger spielen können. Und zwar eine Erstpartie. Also richtig tolles Spiel kann ich empfehlen von BFF Games. Super. Ja, dann noch Race for the Galaxy. Und bei Race for the Galaxy muss ich sagen, wenn ihr mich fragt nach eines meiner Lieblingsspiele, wenn ich eine Top-10-Liste machen würde, dann wäre das Spiel hier wirklich ganz weit oben, obwohl ich ja nie Top-Listen jetzt mehr machen werde, weil vielleicht kommt mir mal was, ja, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich hasse dieses Platzieren der Spiele immer. Aber das wäre so ein, sage ich mal, Evergreen bei mir. Das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr auf den Tisch gehabt. Die Erweiterung war Grund dafür, das Ganze jetzt wieder zu zocken. Bei meiner Frau natürlich auch. Sie ist süchtig danach. Und dieses Engine Building, das du hier betreibst, sucht seinesgleichen, sage ich nochmal. Und darum habe ich auch Ares Expedition damals abgegeben. Wir haben es jetzt wieder mit allen Erweiterungen gespielt. Jedoch nicht mehr mit dieser Eroberungsmechanik. Das sind vielleicht 8 oder 10 Karten. Ansonsten könnt ihr alles zusammenmischen. Und ich möchte da in einem Fazit noch was sagen. Also hier kommt diese Woche definitiv ein paar Videos von mir dazu. Ich habe mich da jetzt natürlich schon fast 2 Wochen damit beschäftigt. Und für diese Woche, Race for the Galaxy, eine Spielerklärung zu machen, gibt es natürlich auch schon einige. Und die Erweiterungen bzw. die Module dazu zu erklären. Ich habe vor, ein Solo-Let's Play zu machen. Und ja, genau. Und noch einiges dazu zu sagen. Wie gesagt, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch etwas sagen zu dieser interaktiven Mechanik. Warum habe ich es weggelassen? Weil ich der Meinung bin, ja, wenn du die größte Stärke hast, beziehungsweise wenn du Militärstärke hast und du rechnest sie zusammen und bist größer als der Planet, den du haben willst und die Angriffsstärke des anderen Spielers, dann kannst du ihn den Planeten wegnehmen. Und wenn der sich nicht vorbereitet hat drauf, sondern eine andere Strategie spielt, dann ist das, finde ich, total unfair in dem Spiel und das kann echt heftige Auswirkungen haben. Und das führt dazu, dass wenn der andere jetzt, sage ich mal, ja, so eine Eroberungsmechanik draußen hat, dass du auch versuchst, das zu haben, aber effektiv bringt dir sowas keine Siegpunkte. Und das finde ich ein bisschen unschön. Für mich passt das nicht so ins Spiel. Das Geile ist ja, den Rest der Karten kannst du trotzdem einfügen und wir haben da jetzt wirklich 2 mega fette Kartenstapel und man braucht dann nicht so die Angst haben, dass sich das vielleicht verläuft mit den Mechaniken. Nein, es funktioniert auch zu zweit sehr gut. Ja, also mega fette Dinger hier und ich liebe das Spiel einfach. Und mehr möchte ich da nicht sagen. Genau, der Vergleichsvideo zu Ares Expedition möchte ich nochmal machen. Da muss ich nochmal in mich gehen.
Ja, ob ich dafür die Zeit auch aufbringe, hoffe ich doch schon. Ja, Race for the Galaxy, wenn ihr es noch nicht habt, das gehört in jede Spielesammlung der Spiel. Und ich denke, es haben sich aufgrund des Livestreams auch sehr viele oder letzten Wochen Recap das Spiel jetzt wieder zugelegt. Und mich würde gerne eure Meinung interessieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Jetzt habt ihr das Spiel. Wie gefällt es euch denn, Leute? Ja, war meine Empfehlung gut? Das wäre natürlich toll und das ja, befriedigt mich auch irgendwie, dass meine Empfehlungen bei euch gut ankamen. Ich wiederhole es nochmal, gehört in jede Sammlung das Spiel. Definitiv. Es gibt auch eine App-Unterstützung. Ja, werde ich immer wieder oder wird immer wieder im Chat angesprochen. Natürlich, die App gibt es auch, gibt es Leute, die spielen das auch schon tausende Male rauf und runter. Ja, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, habt ihr vielleicht gerade nicht erwartet. Und zwar endlich wieder mal, und das war eigentlich kein richtiges Spiel, das ich gespielt habe, diesmal Herr der Ringe, das Abenteuerkartenspiel. Ich denke mal, dass ich einer der Kanäle bin, der die meisten Herr der Ringe-Videos zu diesem Spiel gemacht hat, und habe vor, dann noch mehr Videos zu machen. Problem ist eben nur, ja, wann soll ich das Ganze spielen? Da muss man sich eben Prioritäten setzen, denke ich mir mal. Aber es gibt eben so viele geile Sachen. Marvel Champions möchte ich spielen. Ja, Arkham Horror, Herr der Ringe. Aber von allen diesen ist bis jetzt Herr der Ringe immer noch mein absoluter Lieblingstitel. Und dazu hoffe ich, dass ich definitiv noch mehr Content kreieren kann. Ich habe eigentlich fast alles dazu. Ja, wenn ich nichts übersehen habe, natürlich dürfte ich alles dazu haben. Zwei Grundspiele damals gekauft und stehe aktuell. Ja, also wie gesagt, man hat ja sehr viele andere Spiele und mit dem Johnny damals, mein bester Freund, Grüße gehen raus, ja, sind auch die alten Videos gedreht. Der fehlt mir wirklich sehr. Also ist eigentlich mein Seelenfreund schon fast gewesen. Ja, und da ging es damals richtig ab damit. Gott sei Dank hat meine Frau auch Bock drauf, das wieder zu spielen. Und aktuell stehe ich nach Casa Doom. Ja, also wir haben Casa Doom abgeschlossen und können dann eben mit dem neuen, mit dem dritten Zyklus beginnen. Aber Grund ist auch dafür, ich habe ziemlich viel Solo gespielt und ich habe ziemlich viele dieser Missionen auch öfter gespielt. Manche sogar 10 Mal. Ja, ich glaube, Düsterwald habe ich sicher 10 Mal gespielt. Und das ist ein Anzeichen dafür, ich könnte vielleicht schon im fünften Zyklus sein, wahrscheinlich ja, aber du kannst jede Mission so oft spielen mit unterschiedlichen Decks, wieder versuchen. Und weil mich das Thema so triggert, ist, und ein Kartenspiel, ja, also ist für mich bis jetzt das beste Herr der Ringe-Spiel. Ja, ich meine, gibt es noch Schlacht von Mittelerde und so, aber für mich ist das hier richtig geil. Knallhartes Ding, kann sehr swingy sein, das muss man mögen, das muss man wissen. Und jetzt zu dem, warum habe ich es gespielt? Ja, einer meiner guten Freunde hat sich jetzt die neue Grundbox gekauft. Und er wollte das Spiel erklärt bekommen. Ich glaube, Stefan hat es ja auch noch nicht gespielt. Ja, vielleicht komme ich dazu, das mal in der Runde zu erklären. Wenn wir zu viert sind, werde ich es mal allen erklären, damit sie es auch können. Und was mich erstaunt hat, ich war auch relativ schnell in den Regeln wieder drin. Aufgrund dessen, das hat sich ja eingebrannt bei mir, kam ich eigentlich recht schnell wieder rein. Aufgrund der neuen Anleitung auch, die habe ich mir auch runtergeladen und hochqualitativ ausdrucken lassen. Da gibt es jetzt ein schönes Referenzbuch, alles ein bisschen besser strukturiert, war echt sehr cool. Ja, und der hat sich jetzt die neue Grundbox besorgt, ich habe es ihm gezeigt. Und der Fun Fact dabei war, es war schon nach der Tapestry-Partie auch sehr spät. Und leider ist es bei ihm auch so, dass es sehr anstrengende Tage hat. Und auch ziemlich viel Stress und ist dann abends meistens auch sehr müde. Ja. Und ich war auch schon ziemlich am Arsch, habe aber voll den Elan gehabt, das Spiel zu ihm zu erklären, was er auch wollte. Und im Endeffekt habe ich es fast solo gespielt, weil er am Tisch immer eingepennt ist. Ja. Also ja, ist nun mal so, so kann es passieren. Aber nichtsdestotrotz, das, was er so mitbekommen hat, hat mir ganz gut gefallen und wir werden das nachholen. Und jetzt noch meine Eindrücke zur neuen Box. Und ich finde es echt scheiße, ja. Erstens mal gefällt mir das Format nicht und zweitens mal, warum hat man ein Plastik-Inlay in die neue Box gemacht? Das ist sowas von unpraktisch, das Ding. Und vor allem, was skandalös ist, finde ich, auch wenn du die Karten ungesleeved
reinstellst, stehen die oben drüber. Und das soll ja nicht sein, wenn man Karten lagert, dass die Kanten oben drüber stehen, denn dann werden die Karten auch kaputt. Ja, mit der Zeit nutzen sie sich ab. Man trägt das Spiel, bewegt es, ja, schiebt es raus rein. Ihr wisst das ja, was ich meine. Also für Spielefetischisten absolut hässlich. Und es wurde auch so gemacht, dass natürlich das Inlay circa noch einen Zentimeter Luft hat bis zum Schachtelrand. Klar, weil die Stanzbögen auch noch eingerechnet werden. Aber genau das ist irgendwie das Problem an der ganzen Sache. Ja. Das müsste man viel besser designen, vor allem zu dem Preis, was die Grundbox kostet. Und im Endeffekt gibt es nur eine Lösung: Inlay raus und entweder klebt ihr euch günstige Schachteltrenner rein, ja, aus Formcore oder Pappkarton oder keine Ahnung, irgendwas, ja, oder kauft euch ein Inlay. Aber das Originale, das Geld hätte man sich sparen können dafür. Also definitiv schlecht gemacht, wirklich schlecht gemacht. Ansonsten cool die neue Box, ja. Decks drin, dass man sofort zu viert anfangen kann, vorgefertigte Decks, genug Karten dazu, so soll es sein. Und man kann dann gleich loslegen. Ja, das ist natürlich der große Vorteil. Aber ich wäre dafür geblieben, hätten sie es doch an dem Format gelassen. Ich bin da jetzt auf große Kartons dann umgestiegen. Marvel Champions habe ich in so riesige, große, weiße Kartons gepackt. Da ist sehr viel Platz. Vielleicht kennt ihr die, kosten 10 Euro. Und Herr der Ringe habe ich aktuell noch in diesen Boxen gelagert, muss ich aber dann natürlich auch umsiedeln. Und da sieht man sogar gesleeved, gehen die Karten rein. Wenn ihr die Anleitung weglässt, bekommt ihr hier drei tolle Reihen hinein und kann das so auch schon eigentlich gut lagern. Hier billig gelöst mit Kartontrenner. Ja. Also das funktioniert und ich finde, man hätte dieses Format beilassen sollen, ist mein Gedanke. Aber ansonsten, Herr der Ringe, der Karten, das Kartenspiel hat eine tolle Wiedergeburt erlebt. Holt euch das Ding, wenn ihr Herr der Ringe mögt und Kartenspiele mögt. Einzig alleine, ihr müsst ein bisschen frustresistent sein, denn ihr müsst hier euer Deck schon selber auch optimieren. Ja, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mir auszudenken, welche Karten tausche ich aus. Und dann, wie bei Magic, diese Kombination, die ich mir geschaffen habe, in der oder dieser Mission zu versuchen, hat es etwas gebracht oder nicht. Ah, das ist so geil. Und weil ich schon so lange jetzt drüber rede, was mich noch so anfixt an solche Deck-Constructor-Spiele, ist ja irgendwie dieses Erlebnis, wenn es dann funktioniert. Und vor allem dieses, ich spiele und verliere und dann das Analysieren, dass ich mir denke, also mein Tipp für euch ist immer, vor allem auch bei diesem Spiel, oder generell, wenn Deck Construction spiele, ist ja auch wie bei Magic dasselbe. Ihr spielt eine Mission, ihr verliert. Ihr spielt es nochmal mit demselben Deck, verliert vielleicht nochmal. Aber was cool ist, schreibt euch auf, welche Karten ihr am wenigsten spielt. Na, das heißt, ihr habt die Karten auf der Hand. Die Partie ist vorbei, ihr habt sie schon ewig auf der Hand und habt sie nie ausgespielt. Ja, vielleicht ist die Situation nicht eingetreten, aber was anderes der Fall. Ja, es zahlt sich einfach nicht aus. Ja, natürlich ändert sich das von Szenario zu Szenario, wie man es brauchen kann. Aber das ist das, was ich anfixt. Dann notiert ihr euch das, spielt noch eine Partie. Und wenn derselbe Effekt wieder eintritt, dass ihr die Karten nicht häufig spielt, dann diese Karten entfernen. Geht durch, was ihr einbauen könnt von eurem Kartenpool. Ja, also baut das aus, baut neue Karten rein und dann versucht das nochmal. Und so wird das Deck sukzessive besser. Und dieses Erfolgserlebnis ist genau das, was diese Kartenspiele machen, Leute. Genau sowas triggert mich. Und dazu das Herr der Ringe-Thema. Toll. Ja, das ist geil. Und so machen sie auch die Magic-Spieler. Sie testen die Decks gegeneinander und sinnlose Karten werden getauscht. Oder man findet eine coole Combo. Ja, schaut man auch, dass man die irgendwie einbaut. Klar, das muss man mögen. Da geht auch Zeit drauf. Aber wie gesagt, wenn das, was man kreiert, ja, so ein lebendes Gebilde, das man verändert, funktioniert, ist es einfach befriedigend. Und ich glaube, mehr kann ich mich da nicht outen. Aber das ist das, was Deck Construction Spiele ausmachen, wie Arkham Horror Living Card Game. Du kannst dir selber ein Deck bauen, du kannst das Deck mit Szenarien verbessern. Marvel Champions kannst du die Helden verändern. Ja, die haben zwar eigene Karten, die immer dabei sind, trotzdem gibt es schon viele Austauschkarten. Also ja, tolles System. Und Herr der Ringe, mega gut. So, jetzt gebe ich die Spiele kurz beiseite. Das waren im Endeffekt ja, die Spiele, die ich diese Woche gespielt habe.
Und das war doch einiges, sowohl Herr der Ringe war natürlich, kann man jetzt als eine halbe Partie werten oder nicht, aber so ein schönes Herr der Ringe-Outing war doch auch wieder toll. Aventuria darf ich dabei nicht vergessen, geht zwar schon fast in eine andere Liga, ist aber auch ein eigenständiges Spiel. Oh Mann, Leute, ich bräuchte so viel Zeit. Ich könnte beruflich davon zocken und von euch von allen Videos machen. Das wäre der absolute Traum. Ich glaube, 10 Stunden am Tag Live-Play mit den ganzen Spielen. Das wäre doch was, aber da fehlen mir noch einige Abonnenten dazu. Definitiv. So, jetzt gucke ich auf meinen Spickzettel. Ja, jetzt kommen wir zu den neuen Sachen, die bei mir reingekommen sind. Und da möchte ich gleich mal auf die Kooperation und auf ein bisschen Werbung das Thema lenken. Ich habe es ja vorher erzählt, ja, YouTuber machen auch Werbung für Sachen, die man bekommt. Und da habe ich echt ein cooles Angebot bekommen. Und es handelt sich dabei um Spielmatten, wie ihr es am Thumbnail schon gesehen habt, und zwar von Powerplant Games. Powerplant Games hat auf Kickstarter tolle Spielmatten veröffentlicht. Ja, die wurden alle gefundet, recht erfolgreich, auch schon ausgeliefert. Und da gab es eine große Cthulhu-Spielmatte, wo ich damals echt auch überlegt habe, weil ich bin selber Spielmattensammler, also bin ich da voll getriggert. Aber ich weiß schon nicht mehr, wo ich es lagern soll, teilweise. Ja. Also die ist richtig schön, bin ich auch am Überlegen. Dann gibt es für Mage Knight eine Spielmatte und es gibt Mage Knight Spielmatten übrigens richtig, richtig toll. Ja. Dann gibt es für Star Wars Rebellion eine mega tolle Matte, so eine Battle Map, die ihr beim Kampf quasi da liegen habt. Die Würfel drauf, die Stärken von den Einheiten und so weiter, die möchte ich mir unbedingt noch holen. Ja, und es gibt das eben das aktuelle Projekt, ist eben dieses Battle Mat von Star Wars Rebellion. Wurde natürlich auch schon finanziert, ist gerade am Ausliefern, glaube ich. Und da ist es jetzt so, dass also ich habe da mit den, mein Ansprechpartner ist der Matti, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und wie kommt man an diese Spielmatten? An diese Spielmatten kommt ihr meistens nur über die Pledge Manager. Ja, und ich zeige euch jetzt gleich eine Spielmatte, die das kommende Projekt sein wird dieser Firma. Und auf Gamefound ist es so, dass jetzt bald auch der Pledge Manager laufen wird. Ja, Gamefound quasi die Bezahlplattform hier von Powerplant Games, die sie da nutzen. Und Mette hat sich da jetzt vorbereitet. Aufgrund der aktuellen Situation hier in Europa ist es natürlich ein bisschen schwierig. Er hofft aber, dass er, glaube ich, Ende Mai damit fertig wird und auf Gamefound dann eben die Late Pledges aktivieren kann. Und da könnt ihr die ganzen Playmats ja bestellen. Ihr seht schon, ich habe die auch eingeblendet gehabt, diese tollen Playmats. Ja, vor allem die Mage Knight Playmat ist richtig toll. Die habe ich mir dann noch privat gekauft natürlich. Der hatte noch zufällig zwei auf Lager. Und da gibt es zwei unterschiedliche Playmats. Ja, eine Game Mat und eine Warrior Playmat. Und die Game Mat habe ich mir dann noch gesnackt. Ansonsten zeigt der Erfolg, zeigt sich daher, dass die Firma auch absolut keinen Restbestand mehr hat. Da ist wirklich alles weg, weil die so toll sind. Ja, und wenn ihr jetzt auch interessiert seid an solche Playmats, dann einfach die Newsletter abonnieren. Ich setze euch den Link unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken, aktiviert den Newsletter und dann bekommt ihr immer die frischen Neuigkeiten von Powerplant Games. Wann gibt es wo, welche Spielmatten, wann sind sie zur Verfügung? Ja, das will ich an eurer Stelle machen, denn dann seid ihr immer am aktuellen Stand. Und jetzt zeige ich euch das Projekt, das wahrscheinlich kommen wird, wenn ich schon über tolle Spielmatten rede. Jetzt muss ich hier mein Mic ein bisschen auf die Seite geben. Und zwar, die Rede ist beim nächsten Projekt von Marvel Champions Spielmatten. Ja, muss ein bisschen auf die Seite. Und es gibt zwei Versionen von dieser tollen Matte hier. Und hier seht ihr diese Matte. Also diese Version ist an das Original angelehnt, sage ich mal, hat denselben Farbgebungsstil und so weiter. Und ich finde, die Matten sind wirklich sehr schön. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich verstehen, natürlich, so ein Kooperationsangebot kann ich nicht ausschlagen. Ich bin auch Spielmatten-Fetischist, ja. Nur aktuell habe ich nicht viel Platz für die Matten. Für jedes Spiel ist es schon schwierig geworden bei mir.
Und was könnt ihr hier sehen? Was ich sehr, sehr geil finde, ist, man hat hier die Möglichkeit, erschöpft und nicht erschöpft, sehr schön anzuzeigen. Ja, ist die Karte erschöpft, dann einfach nach unten rutschen und ihr seht hier erschöpft. Oder ist sie bereit? Nach oben, dann ist sie bereit. Ist ja toll. Ja? Also das ist schon mal richtig, richtig geil gemacht. Und dann seht ihr hier, wurde auch daran gedacht, der Heldenbereich, ja, schon mit den Überkarten, wenn ihr zum Beispiel Ant-Man spielt, werdet ihr natürlich größer, das ist cool. Dann haben wir hier den eingeschränkten Bereich, maximal zwei eingeschränkte Karten, dann vergisst man das hier nicht. Und natürlich hier generell der Ausrüstungsbereich. Ja, so sieht das Ganze aus. Richtig schön gemacht. Hier könnt ihr Fortschritte tracken, die Minions rauslegen und natürlich haben wir hier einen kleinen Bereich für die Schurken, den ihr hier sehen könnt. Mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Wer das Spiel kennt, weiß ja, was hier alles abgebildet ist. Ja, seht ihr den Hauptplan, den ihr habt, eventuelle Nebenpläne, die rauskommen. Ja, Schurkendeck. Und da hat man echt eine richtig schöne aufgeräumte Spielmatte. Vor allem das hier finde ich richtig geil gemacht. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, das sieht ja eher aus nach einer Solo-Spielmatte, ja, weil die Bereiche hier natürlich nach unten gucken und schön für den Spieler sichtbar sind. Das war natürlich auch meine Frage zu dieser Spielmatte. Warum hat man das gemacht? Und die Antwort von Matti war einfach, kann ich euch so genauso sagen, das liegt daran, dass der Nichtspielerbereich so winzig ist, dass wir ihn einfach überall drauf gedruckt haben. Es hätte keinen Sinn gemacht, da zwei Produkte anzubieten. Ja, das heißt, wenn ihr das natürlich dann zu zweit spielt, dann könnt ihr euch auch zwei, habt ja zwei Matten liegen und könnt dann, natürlich müsst ihr die Karten nicht so drehen, ihr dreht sie einfach an, das ist überhaupt kein Ding nicht, ja. Und man hat hier wirklich einen sehr schönen Spielerbereich ausliegen. Also das ist auch kein Thema, aber darum wurden die Mats so designt. Und es gab noch einen zweiten Grund und der dürfte für euch richtig interessant sein. Ich zeige euch noch die zweite Version, bevor wir zum zweiten Grund kommen. Denn es gibt von dieser Matte dann zwei Versionen. Und die zweite Version, die wäre dann, es kann sein, dass natürlich ein Design dann exklusiv wird. Ja. Da haben wir ein richtiges Dark Design. Ihr seht schon, das hat er nicht mehr die klassischen Farben von Marvel Champions, ein bisschen düsterer gehalten. Sieht mega toll aus, das Ding. Ja, ich hoffe, die Beleuchtung passt hier. Und der zweite Grund, warum man das gemacht hat, das war, ich habe es mir notiert, und zwar haben sie schon aufwendige Umfragen gestartet auf diverse Plattformen für diese Matten. Und, ach, jetzt habe ich die Handschmerzen. Und die Ergebnisse waren, und das hat mich echt voll interessiert und wird euch auch interessieren, 50% der Spieler spielen das Spiel solo. Ja. Die anderen 25% war es dann so, sie spielen es zu zweit. Ja. Und die restlichen 25% spielen das two-handed. Ja, two-handed heißt im Endeffekt, du spielst zwei Helden, was aber auch mit einer Spielmatte generell schwierig darzustellen ist, ja, weil da müsstet ihr zwei Bereiche haben. Und wer schon mal Iron Man gespielt hat, ja, der weiß, dass der viele Ausrüstungen hat und viel Platz braucht. Und dann noch einen zweiten Helden nehmen an, das geht nicht. Das ist auch mit dieser Matte natürlich schwer möglich, ja, ganz klar. Aber könnte man vielleicht einrichten, definitiv. Aber dann musst du halt zwei Matten nebeneinander legen. Ist mit jeder Matte schwierig, Two-Handed zu machen. Ja? Aber nur so, damit ihr das sehen könnt, welche Spielertypen gibt es denn für das Spiel? Und Solo ist die häufigste Spielvariante eigentlich. Und das kann ich absolut verstehen, weil dieses Spiel Solo hervorragend funktioniert. Und das auch, ja, man braucht keinen Partner, schnell mal ausgepackt, gespielt. Dann habt ihr eine richtig geile Playmat. Und wenn das Ding rauskommt, wird es sicher sehr erfolgreich werden. Ja. Es gibt natürlich schon sehr viele Playmats, auch von ja, Drittanbietern zum Beispiel. Andere Firmen machen auch Playmats, ist ja ganz klar. Und ich habe auch die offizielle Playmat hier. Dann habe ich auch hier eine große Marvel Champions Playmat, nur als Vergleich. Und die mache ich jetzt nicht auf, aber man sieht hier vielleicht ganz klein, zeige ich euch das mal. Ja. Da ist nur der Spielerbereich, also der Gegnerbereich oben abgedruckt, ganz klein. Das sind vier Bereiche und unten dabei ist nichts. Ist natürlich auch cool, ist schön groß, deckt den ganzen Spielbereich ab. Aber ihr habt hier nicht diese schönen Aussparungen für die einzelnen Upgrade-Karten.
die ihr dann habt, ja, um sie erschöpft oder nicht erschöpft darzustellen. Und das finde ich natürlich extrem cool. Das ist der große Vorteil der Matten. Ihr habt ja einfach viel mehr Infos und alles ist schön aufgeräumt. Ja. Also so viel dazu. Die Matten haben schon Vorteil. Und der Transparenz willen habe ich es ja schon gesagt. Die Matten habe ich bekommen und dafür bekommt ihr die Info von mir, dass diese wahrscheinlich das nächste Projekt werden. Und wie gesagt, holt euch den Newsletter und schaut auf Gamefound. Auch durch den Newsletter werden dann die restlichen Mats, die ihr jetzt gesehen habt in dem Video, dann, wenn der Late Pledge offen ist, werdet ihr vermutlich auch viele dieser Matten bestellen können. Und ich persönlich hole mir definitiv noch mindestens, also ich hole mir zwei Warrior Playmats für Mage Knight, weil ich spiele das eh maximal zu zweit. Und die sind so geil. Ah, seht euch das mal an. Müsst ihr einfach nur auf Kickstarter gucken. Powerplant Games hat echt schöne Matten gemacht. So, so viel dazu und was neu reingekommen ist, war ein längerer Part, aber natürlich, ja, habe ich hier wirklich ein tolles oder zwei tolle Spielmatten für mich bekommen. Und ihr werdet die auch im Let's Play dann sehen. Ja, ich habe definitiv noch Let's Plays bei Marvel Champions geplant, damit ihr das Ganze auch in Action sehen könnt. So, so viel dazu. Das sind die Spielmatten. Sehr, sehr geile Dinger, was da auf euch zukommen. Dann, das nächste neue ist, Human Punishment ist bei mir angekommen. Und was soll ich da sagen? Alter Schwede, ist das eine fette Box. Unglaubliches Ding. Dazu noch hier das Deluxe Upgrade und das ist sowieso der Wahnsinn. Ja, das ist so schwer, das Ding. Also hätte man einen Stahlklotz in der Hand, weil da sind echte hochqualitative Stahlkern-Pokerchips vorhanden in diesen Box. 40, 36, da waren wir schon bei 76, 78, 80, 100 Chips. Ja, übelst geil. Übelst geiles Upgrade. Wenn ihr Human Punishment kauft, bitte nehmt das auch mit. Denn die Qualität in dieser Box hier, ja, in dieser Kickstarter-Version hier, die ist ja richtig genial geworden. Ihr seht, das ist noch in Folie. Ihr bekommt noch ein Unboxing-Video von mir dazu. Und da möchte ich jetzt im Vorfeld noch ein paar Sachen loswerden, denn ich habe auf Facebook schon ein paar Kritiken zu dem Spiel gelesen und zwei Kritiken, die ich wirklich jammern auf hohem Niveau finde, beziehungsweise warum hat man es nicht vorher gewusst? Ja. Also ich möchte mal die Spielzeit darauf ansprechen. Also eigentlich sind es drei Punkte. Spielzeit 120 bis 180 Minuten. Und ich möchte auch darauf hinweisen, es gab sehr viele YouTube-Videos. Ja, ich habe Let's Plays dazu gemacht. Ich habe auch die Regelerklärung dazu gemacht. Andere Kollegen auch. Und überall wurden euch diese Punkte, die ich jetzt sage, schon erklärt. Ja, dass es ein langes, episches Spiel ist, kann man nicht kritisieren. War vorher schon ersichtlich. Also da weiß man schon, was man kauft. Dann zweiter Punkt, es braucht zu viel Platz auf den Tisch. Ist genau derselbe Fall. Ja, wenn ihr das seht, ich glaube, ich habe es auch kritisiert in meinem Fazitvideo, das heißt kritisiert. Du brauchst wirklich einen mega großen Spieltisch, auch in dieser finalen Version. Das Spiel hat viel, das es euch bietet, braucht deswegen auch sehr viel Platz. Ja. Und man hat es vorher schon gesehen und wenn man sich das Spiel jetzt kauft, also auf Kickstarter gebackt hat und sich da nicht informiert hat, dass es ein fettes Spiel ist und dann jammert, dass der Tisch zu klein ist, Leute. Ja, da muss man sich fragen, irgendwas läuft da falsch, wenn man schon gesehen hat bei den Reviews, dass der Tisch groß sein muss. Aber wahrscheinlich habt ihr euch das denn eben nicht im Detail angesehen. So, und der dritte Kritikpunkt, den ich noch wahrgenommen habe, ist, die Map ist zu überladen. Also erstens mal geschmackstechnisch finde ich die Farbgebung in diesem Cyberpunk-Thema super. Ja, rot, blau, violett, es ist einfach geil. Und man hat hier versucht, auf dem Spielplan so viel Infos wie möglich raufzubringen. Und ich bin ein großer Fan davon. Ja, zum Beispiel Nemo's War und so weiter geben ja auch sehr viele Infos auf dem Brett. Das führt dazu, dass du in der Anleitung nicht so viel nachschlagen musst, vor allem wenn du das Spiel wieder mal spielst und es ist absolut löblich, dass man das gemacht hat, in den einzelnen Aktionsfeldern abzubilden, was kann ich denn eigentlich alles machen. Ja. Und das wurde ein bisschen kritisiert, dass es zu überladen wirkt. Ich finde persönlich nicht, wenn man weiß, wie das Spiel geht. Ja. Und vor allem,
Wenn er dann sagt, okay, es ist mir zu überladen, dann dreht doch einfach mal den Spielplan um. Ja, da wurde dann abgespeckt, also haben wir auch den Luxus bei dem Game, dass es zwei Seiten an Spielplänen gibt, doppelseitig. Und dann ist dieser Kritikpunkt eigentlich auch schon, ja, entfernt sozusagen. Und ja, es mag am Anfang überladen wirken, aber seid froh, dass ihr tolle Infos auf dem Spielplan habt. Ja, also es soll kein Honig ums Maul schmieren vom Verlag sein, denn ich habe es gespielt und ich weiß, wie es ist. Und die finale Version wird jetzt richtig, richtig geil sein. Und warum ich das Spiel noch so gern mag, das ist, ich finde, dass es viel, viel mehr Spaß macht als Battlestar Galactica, weil es einfach ein paar Level über diesem Spiel ist. Ja. Warum? Weil man hier das Gefühl hat, dass man ein eigenständiger Spieler ist. In Battlestar Galactica hast du nur das Gameboard vor dir, kannst dir aussuchen, in welchem Bereich du deine Meeple setzt, kannst da die Aktion machen und es herrscht immer quasi dieser, ja, es ist ein Verräter dabei. Ja. Oder bei diesem Unfathomable, was jetzt gerade ist, mit dem Cthulhu-Thema und dem Schiff, geht ja auch in die Richtung, ist ja Battlestar Galactica nur ein bisschen verändert. Und hier ist es so, dass du wirklich ein eigener Charakter auf dem Spielfeld bist, der sich aktuell bewegt, gegen Gegner kämpft und schießt. Ja, Pick up and deliver macht, das heißt, du musst Chips versuchen, in das System zu integrieren und am Spielende stellt sich dann heraus, welches System, wie wurde das System quasi infiltriert, ja, von den Maschinen, von den Menschen, von den, von den Neutralen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von den Rebellen, glaube ich, war das, na egal. Jedenfalls ist natürlich dieser Faktor da, du weißt nicht, wer spielt welche Fraktion, wer ist für welche Fraktion. Ich muss das während des Spiels herausfinden, antizipieren, wie wird Apex und Deus gesteuert, also die Mega-Roboter hier, wie werden die gesteuert, eingesetzt, wer macht was, wer hat welche Ziele. Du kannst viel mehr in diesem Spiel machen, bist eben viel mehr dein Herr als in Battlestar Galactica. Und das ist einfach ein paar Level drüber, finde ich, und in diese Richtung. Das Geilste, ja, definitiv. Und daher bin ich froh, dass ich das Spiel habe. Danke nochmal an Godot Games für diese schöne Box und Unboxing-Video kommt natürlich auch noch dazu, weil ich der Meinung bin, das fertige Produkt wollen wir uns dann natürlich alle ansehen, wenn man schon den Kickstarter von mir gesehen hat. Definitiv. Und ich bin echt gespannt, wann ich das auf den Tisch bekomme. Ich hoffe, möglichst bald. Denn ich finde das Spiel mega und ich glaube, meine Spielgruppe wird es auch extrem gut gefallen. Aber natürlich ist die Einstiegshürde in gewissermaßen da, denn man kann schon sehr viel tun in dem Game. Ja. Also muss man schon einiges lernen. So, das war die zweite Neuheit, die in dieser Woche eingetroffen ist. Das dritte ist einfach, jetzt gibt es endlich mal War Machine auch auf Englisch. Ja, ich finde es echt strange, dass die Deutschen schon weiter voraus sind, die deutschen Ausgaben, als die englische Ausgabe. Warum das so ist, keine Ahnung. Warum FFG hier Englisch später ausliefert als Deutsch, weiß ich nicht. Obwohl Marvel Champions gefühlt ein Jahr früher rauskam. Komisch ist aber so, ich habe ja Englisch und daher bleibe ich bei Englisch. Aber War Machine ist sowieso ein cooler Charakter. So, dann noch ein Herzensprojekt von mir. Uprising. Und bei Uprising ist ja so, ihr habt es gesehen auf meinem Kanal, ich habe ein Video mit Dirk gemacht. Also es ist eigentlich eher ein Podcast, weil seine Freundin quasi die Webcam gestohlen hat. Ja, das hat er, die hat er gerade nicht da gehabt. Und seht euch das Video oder hört euch das Video an, gebt euch die Ohrhörer rein in der Arbeit, wo ihr gerade seid und hört das als Podcast. Ich habe da sehr interessante Fragen gestellt und bei diesem Video gibt es sehr viele Einblicke in die Hintergründe von Uprising. Wie wurde das ganze Spiel entwickelt? Wie ist es den Entwicklern dort gegangen? Also sehr interessante Fragen und Antworten. Einfach nur reinhören, könnt ihr euch wirklich reinziehen. Und da gab es auch was Neues, was ich bekommen habe, und zwar die Blessings hier. Ja. Richtig geile Karten, die sind so schön gemacht, die haben sogar einen Goldrand vorne. Jetzt seht ihr euch das, ich hoffe, das kommt rüber. Also richtig geile Qualität mit Goldrändern. Sowas fixt mich als Kartenfetischist ja auch total an. Und die sind wirklich heiß begehrt, diese kleinen Packs, diese Blessings. Weil die hat man nur bekommen, wenn man bei den Lieferkosten auch mitfinanziert hat. Ihr wisst ja, es sind
zwischendurch die Lieferkosten enorm hochgeschnellt. War, glaube ich, auch da in der Zeit, wo die Evergiven stecken geblieben ist. Und natürlich finanziert man da die Lieferkosten mit. Und als Dankeschön gab es dieses Blessings Deck. Und das fügt sich so geil in das Spiel ein. Ja? Also jede Runde bekommt man so ein Blessing zur Verfügung gestellt und kann einen Spieler segnen und damit so kleine Boni bekommen wie Neuwürfen, ja, Ergebnisse wählen, Gegner umgruppieren und so weiter. Das Spiel ist eh schwer genug, aber das fügt sich dann richtig gut ein, dass man hier so ein bisschen Zuckerl bekommt. Also die Qualität, die man hier hat, richtig schön. Ja. Und wir haben auch über den neuen Kickstarter gesprochen und der neue Kickstarter wird wahrscheinlich am Punkt der Materialqualität da noch ein paar Level höher steigen, wenn wir das hier schon sehen und die Entwickler sind selber auch dazu jetzt bedacht, noch bessere Qualität rauszuhauen. Also hört euch mal das Interview an, sehr interessant. Und vor allem am 26. startet ja, der Kickstarter für das neue Add-on und da wird es auch nochmal wahrscheinlich ein Video von Dirk und mir geben und das Video wird sich dann nur beziehen auf die Erweiterung selber. Ja, wir haben zwar vorher schon ein Video gedreht, aber da ich mich mit den Open Broadcast Softwares noch nicht so auskenne, ja, und diese Sitzungen quasi selber noch nicht so gehostet habe, hatte ich dann Fehler drin, habe quasi das Häkchen am Sound aktivieren nicht gesetzt und da haben wir eben das erste Gespräch zwar aufgezeichnet, aber es gab keinen Sound seinerseits. Das war mein Fehler, aber nur durch Erfahrungen lernt man. Das heißt, das Gespräch werden wir noch nachreichen. Ja, Uprising 26.04. Termin fett einstreichen und es wird kurz danach oder davor, mal sehen, wie ich die Zeit dazu habe, auch eine Verlosung geben bei mir. Und zwar einen All-In-Pledge von einem englischen Uprising-Paket. Ja, so viel dazu. So, dann was ich auch noch in den neuen Bereich stecken möchte, weil ich habe das Spiel bestellt und da vielleicht auch noch kleine Werbung, wie immer zu einem meiner Stammläden. Also ich habe zwei Läden, bei denen ich gerne einkaufe. Ja, Dice Till Dawn und P3 Comics bei uns in Salzburg. Und P3 Comics konnte ich jetzt etwas bestellen, ein Spiel von Rio Grande Games und ich habe mir quasi ja, den Katalog angesehen und das Spiel hat mich sofort angesprochen, ich werde euch das einblenden. Und zwar handelt es sich um ein Eurogame, das sehr viele Mechaniken von anderen Spielen in sich vereint, mit ein paar neuen Twists anscheinend, ja, ich habe mir nur die Werbung durchgelesen und mit Space-Thema und das fixt mich natürlich schon voll an. Die Optik hat mir gefallen und es handelt sich hier um Space Station Phoenix. Ja, Näheres dazu kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen. Ich habe mir damals nur die Werbung durchgelesen und jetzt vor dem Video auch nicht. Aber Eurogame Mechaniken Space sieht toll aus. 2 bis 4 Spieler, das könnte was werden und das dürfte Ende April, glaube ich, Ende April, Anfang Mai dann ausgeliefert werden und wenn ihr das auch wollt, wie gesagt, ich habe mein Exemplar bei P3 Comics vorbestellt, dann einfach eine Mail schreiben und könnt ihr auch das Spiel vorbestellen bei dem Manfred, wird die gerne entgegennehmen und ja, schauen wir mal, ob das Spiel was kann. Ja, nicht, dass ich euch da jetzt etwas empfehle, das nicht gut ist, aber es sieht potenziell richtig nice aus. Space Station Phoenix von Rio Grande Games. Ja, und im Endeffekt sind wir fast durch. Jetzt können wir noch kurz zum Crowdfunding-Projekt. Und zwar wird jetzt in, ich glaube sogar weniger als 24 Stunden, Assault und Doomrock auf GameFound starten. Habe ich auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen in den Videos. Das ist ein Spiel, das hatte ich vor 6-7 Jahren schon mal ausgeliehen. Und das hat uns damals nicht so gut gefallen. Das war aber, weil der Einstieg sehr holprig war. Die Anleitung war wirklich schlecht. Ja, und sowas hasse ich, wenn die Anleitung so schlecht ist, dass du wirklich Probleme hast, das Spiel zu lernen, finde ich. Und das Englisch, das war auch nicht gerade meine Sache. Also ich kann sehr gut Englisch, aber wenn ein Slang benutzt wird, wo Wörter vorkommen, die du noch nie gehört hast, ist es anstrengend. Vor allem auch für die Mitspieler. Ja. Und irgendwie waren wir da auch nicht gut drauf und dann habe ich das Spiel einfach wieder ja, zurückgegeben, nicht rezensiert. Es handelt sich hier um ein Abenteuerspiel, indem ihr Abenteuerkarten vor euch ausliegen habt.
Ihr wählt eine Ortschaft und wählt, welche Aktion ihr darauf durchführt. Habt eine Ausrüstung vor euch und die Ausrüstung könnt ihr mit Dice Placement aktivieren. Ja, Würfel werfen, Ausrüstung aktivieren, kämpfen. So funktioniert das Spiel. Also alles, was mich eigentlich interessiert. Und ja, damals hat es uns aus den genannten Gründen nicht so abgeholt irgendwie. Aber generell finde ich, ist es ein geiles Spiel. Geiles Spielsystem. Und ich habe da echt gehofft, dass eine deutsche Version kommen wird. Aktuell ist es wirklich noch unklar, ob es überhaupt andere Versionen als Englisch geben wird. Denn ich habe mir gestern einen Kommentar durchgelesen vom Projektgründer, der da geschrieben hat in der Kommentarsektion, es gibt leider schlechte Nachrichten, was die Übersetzungen anbelangt, aber im Detail hat das nicht erklärt. Ja. Und ich gehe mal vom Schlimmsten davon aus, dass es wieder Englisch sein wird. Und ich werde mir das Projekt nochmal ansehen, werde mir die Videos dazu ansehen. Schauen wir mal, wie das Englisch hier gehandelt wurde, ob es recht verständlich gemacht wurde. Und wenn ja, dann werde ich da wahrscheinlich zuschlagen, denn das ist das ein Spiel, auf das ich auch schon lange warte jetzt. Ja, ansonsten habe ich jetzt crowdfundingmäßig nicht viel zu berichten, da ich froh bin, wenn ich nicht so viel an mein Handy auf Kickstarter herumsuchen muss, denn das kostet immer so viel Geld. Ja, aber die Projekte, die wirklich ja, erstmal ein bisschen einen Hype haben und so, die schaue ich mir dann natürlich auch genauer an. Aber auf jeden Fall habe ich aktuell nur Doomrock auf dem Zettel und da bin ich sehr interessiert dran. Eine deutsche Übersetzung müsste da schon fast sein bei diesem Spiel. Also das würde ich mir echt wünschen, ansonsten muss ich da überlegen. Ja. Und das war's im Endeffekt. Ich hoffe, es hat euch die Ausgabe diesmal wieder sehr gut unterhalten. Wenn ihr zugesehen habt, das Ganze natürlich über Kopfhörer hört, wer Podcast, keine Ahnung. Ja, hat mich echt gefreut, mein Lieblingsformat. Und ich habe es vorher schon gespoilert, es kommt noch ein bisschen was zu Race for the Galaxy. Tut mir leid, wenn der andere, ein oder andere vielleicht etwas Neues sehen will. Bei meinem Kanal ist es ja so, dass gemischte Spiele auf den Tisch kommen, ältere Sachen, neue Sachen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Und so soll es ja auch sein. Ja. Und von daher, Race for the Galaxy hat es natürlich absolut verdient. Ansonsten nochmal die Erinnerung, schaut euch mal die Playmats von Powerplant Games an. Die sind wirklich, wirklich toll. Ist auch aus eine Firma aus Dortmund, ja, also auch ja, lokal könnte man sagen. Und schreibt mir dann, ob ihr da auch Playmats unterstützt habt schon, würde mich interessieren. Definitiv, wenn ich die habe, werde ich versuchen, mal wieder Mage Knight zu zocken, beziehungsweise mein Star Trek Frontiers ist ja der Mage Knight Abklatsch von Star Trek. Ja, ein Spiel, das nicht sehr weit verbreitet ist, aber mega gut. Ja, da werde ich wieder zu viele anfixen und die dann weinen und sagen, das Spiel kann ich nirgends kaufen. Ja, das tut mir dann leid. Das kann natürlich passieren. Dann hoffe ich auf eine schöne, verspielte Woche, dass ich viel Zeit habe zum Spielen und zum Videos machen, was schwierig wird und dass ihr auch gesund bleibt und viel Zeit mit euren Spielen verbringen könnt. Und das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Wochenrecap. Bis zum nächsten Mal. Euer Stream Board Gamer. Ciao.